Hey, krass, schreibt mal, wer kennt noch den Tanzbär von Tanzbär und Simon? Genau, Tanzbär ist heute hier am Start. Das habe ich dir vor dem Stream nicht gesagt, aber ich bin dafür, dass du jetzt durch diesen Stream ein bisschen auf den Geschmack kommst und dann auch einen Streaming-Kanal aufmachst, weil ich glaube, du bist der geborene Streamer, weil du bist einer der charismatischsten Menschen, die es überhaupt gibt. Dazu möchte ich kurz intervenieren. Hier, wer war es nochmal am Anfang? Er kommt rein, der Sandmann, was geht? Und ich denke mir so, okay, was geht denn? Und da muss ich schon überlegen. Ich glaube kaum, dass ich dafür besonders geschaffen Ja, bin. nee, aber wenn du vor allem wenn du so in die Reaction-Szenen Reaction-Szene. einsteigst und einfach so, das wird, glaube ich, auch einfach verdammt sympathisch kommen. Also schreibt dann am besten nach dem Stream, genau, beobachtet mal, wie er sich verhält Nee, im schaut Stream. nicht, schaut immer zum Sand, wenn ich zu mir Und schaue. danach könnt ihr macht ihr am Ende des Streams ein Review, ob er ein guter Streamer wäre. Tanzbär ist äußerst charismatischer Typ und das ist eigentlich, finde ich, das Hauptding, was man braucht für so den Stream. Ich habe es geschafft, dass die Leute zuschauen, obwohl ich immer voll Ja, du machst aber auch rumstotter. gute Videos. Beim Stream, ich bin ja nicht so ein guter Streamer eigentlich. Also ich glaube, wenn ich quasi in den Streams, ich sage im Grunde gerade so, yo, warum schaut ihr überhaupt zu? Ich bin eigentlich nicht so gut. Das macht ihr aber authentisch. Das ist garantiert nur der Honigfall, wo du versuchst, die Leute wieder an dich zu binden. Also. Ja, genau. Auch falls ihr das hier im Nachhinein anschaut, auf Open Mind Trompete, könnt ihr ja auch mal sagen, in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn so findet, wie er so, ob ihr Nee, jetzt glaubt, habe ich dass. voll den Druck. Ja, Muss ich witzig genau. sein? Und immer wenn ich natürlich Gäste am Start habe, dann sage ich immer so, ja, worauf habt ihr Bock zu reagieren und so. Und er meinte dann, er hatte vorher in seinen YouTube-Empfehlungen Olympische Spiele in Tokio. Spektakulär, kurios, witzig. Und ich weiß, du weißt ja auch nicht, was das Video Keine Ahnung, ist. man Und hätte wir die schauen jetzt Olympischen. einfach mal. Ja, aber meine Vorschläge auf YouTube sind ja generell, sag ich mal, Ja. sehr, sehr komisch. Vermisst die Zeiten, schreit der Crab Cap. Ich find's krass, wie viele Leute. Vor allem, musst du überlegen, es sind jetzt wahrscheinlich gerade mal nicht mal 100 Zuschauer oder sowas. Und das von denen schon noch direkt irgendwie so 10 Leute das kennen. So gefühlt die Hälfte des Chats hier. Das ist schon krass. Das sind wahrscheinlich so die richtig treuen Leute, die mir schon immer folgen. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr quasi immer interessiert habt, was ich mache. So bei Tanzbär und Simon und dann noch gefolgt bei Open Mind und dann auch jetzt noch bei Twitch. Okay, wir haben keine Ahnung, wie gesagt, was es sich hier mit diesem Video auf sich hat, aber wir reagieren jetzt auf Olympische Spiele. Auch das ist Olympia. Manchmal komisch. Kauzig. Kurios. Skateboard zum Beispiel ist neu. Ganz frisch im Programm, da sind die Wege. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das Skateboard jetzt bei den erst 2020 auf den Olympischen Spielen, aber das ist ja allgemein geil, muss ich sagen. Ja, Anfang, es gibt mehrere Wettbewerbe, also so in der Halfpipe und dann gibt es noch, glaube ich, einen, der heißt Street oder so. Und da sind auch echt richtig starke dabei. Und bei den Frauen zum Beispiel war eine Deutsche mit am Start, die ist erst 14. Also mit 14 Echt darfst du jetzt? mitmachen. Holy War shit! ich schon beeindruckt. Am Ende des Tages hat dann, sag ich mal, war es ein bisschen zu aufgeregt, sie hat es dann leider verhunzt. Hat dann zwei Durchgänge gehabt, wo sie abgestiegen ist. Aber war auf jeden Aber Fall krass, spannend. Und ich Mann. meine, mit 14, ganz ehrlich, mit Olympischen Spielen mit dabei, also Krass. hallo. Holy shit. Hast du irgendwas von den Olympischen Spielen angeschaut? Ja, einiges. Okay, Ich was habe hast du einiges angeschaut. angeschaut? Ich habe mal bei Fußball reingeschaut, klar. Ich habe Handball reingeschaut, bei Hockey. Ich habe mir Kanu angeschaut, Achter, Doppelkanu, dann hier die Kanuten und ich weiß das gar nicht, wie das heißt, nochmal Okay. im Wildwasser oder Rafting. Ah, einfach so, weil es gerade kaum mal zu den Fernseher angemacht hast oder weil du Nee, dachtest ich habe du. bewusst angeschaut, weil Ah, das ist ja okay. auch immer so ein Spartenprodukt, sag ich mal. Und ich finde es eigentlich toll, wie da die Leute immer mitmachen und dingseln. Und es ist eigentlich, ja, schade, dass das eigentlich so wenig Leute sich anschauen. Und aus Glonn übrigens, da kommen der Simon und ich her, wir haben jetzt dann ab sofort einen Stimmt, der Olympia-Silber. Hauser, Nicht der wie heißt Hauser, der der Dauser Dauser, Lukas. genau, ja. Seit natürlich ein Glonner immer bei Olympia mit am Start ist, schaue ich natürlich auch Turnen und so. Also Ja, richtig geil. Und der Turnen war echt ist nicht schon schlecht, der hat geil. eine super Übung gemacht auch. Ja. Also ist richtig steil gegangen. Kann ich Ja. nur sehr empfehlen, Aber die sind die Leute jetzt auch zu komplett eigentlich unterstützen. schon vorbei? Nee, jetzt finden gerade die Paralympics statt. Das finde ich übrigens sehr schade, dass man da gar nichts mitkriegt von den Paralympics, weil Aber ich das hätte gehört ja. auch noch Ja, dazu, wirklich. klar. Okay, ja. Und das ist halt eigentlich irgendwie immer so ein bisschen doof, weil das ist so jetzt in dem Hintergrund, du kriegst gar nicht mit,
bei den Paralympics, und ich finde die Paralympics teilweise noch viel krasser, weil die Leute einfach mit ihren Handicaps, was die auf die Beine stellen, was die da bewegen, also das ist wirklich fantastisch. Ja. Also ich kann das nur aber die Nicht-Paralympics, da ist schon alles vorbei? Ja, da ist schon alles vorbei. Oh shit, das heißt, meine Disziplin war auch schon. Ich habe es komplett verkackt, da auf der hinzugehen zur Startlinie, um da halt Flunkyball zu spielen. Ja, komm. komm. Klar. Ganz moderner Sport, Generation Smartphone. Oh! Und definitiv nichts für Weicheier. Oh! In Tokio ist es schrecklich heiß. Über 40 Grad im Schatten, das macht zu schaffen. Selbst das sonst eher kühle Nass trägt nicht zur Erfrischung bei, 29 Grad kaum auszuhalten. Ein Mann allerdings schwört trotzdem auf Wolle in Tokio. Der britische Wasserspringer Tom Daley strickt leidenschaftlich gern. Wie geil ist das denn? Das ist aber saugeil. Hier schon her. Hat er selber gemacht. Holy shit. Hier auf jeden Fall off-topic. Heisemann, hast du noch vor, Anzeige wegen Nötigung zu erstatten? Oder reicht die Genugtuung, die Zeit der Polizei verschwendet zu haben, immer noch? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es eigentlich schon gereicht. Und ich weiß halt nicht, ob das vor Gericht standhalten würde, so quasi... So, die müssen ja einfach sagen, ja, wir hatten genügend Begründung und dann wird alles gerechtfertigt zu alle Maßnahmen. So quasi sagen, ja, der hat sich wirklich komisch verhalten. So, was können wir dafür, dass wir ihn jetzt da genau so tiefgehend untersucht haben? Und zweitens, also ich weiß erstens nicht, was mir das bringt. Ich muss der Fairness halber sagen, wenn ich einen Samen auf der Straße sehen würde, ich würde ihn auch immer kontrolliert haben. Und man muss halt schon sagen, halt, ich weiß halt nicht, also ich bin halt jemand, wo ich weiß, also ich weiß nicht, wie man das auslegen würde für Gericht, aber ich bin jemand, ich habe ein Autoritätsproblem. Aber ich finde nicht, dass das was mit, nee, stopp, da muss ich widersprechen, weil ich finde nicht, dass das was mit Autoritätsproblemen zu tun hat, sondern wie du es auch in dem Moment beschrieben hast, also war es ja eine ungerechtfertigte Handlung. Ja? Also ich sage mal so, wenn du keinerlei Zeichen oder Symptome zeigst und dann kommt dir so ums Eck, dann hat das nichts damit zu tun, dass man gegen Autoritäten ist, sondern das hat damit was zu tun mit einem normalen Menschenverstand, dass man für sich einsteht. Also das aber es stimmt ja zum Beispiel, dass ich einmal voll lang rumgelabert habe und so keinen Augenkontakt gehalten habe. Ich weiß halt nicht, ob das vor Gericht standhalten würde. Ja, oh, der hat nicht in die Augen geschaut, der hatte krass was zu verbergen und sowas. Ja, nee, das weiß ich auch nicht. Das würdest du nicht schaffen wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, ich finde nicht, dass das was mit Autoritäten per se zu tun hat, sondern einfach... Ja. Hast dich ungerecht behandelt gefühlt und das dann auch so formuliert. Ja. Dass du dann jetzt, seitdem ich in die Augen schauen kannst, das, also da kann jetzt, er weiß nicht, dass du das nicht kannst, so. Also ich meine, bei beide Seiten hat er nichts dafür, aber ich finde das völlig in Ordnung, dass man das halt dann auch so sagt. Ja. Und auch verweigert. Dass finanziell was bei rausspringt, aber in DE, okay, in DE wäre es denn das aber nicht. Ja, ich überlege quasi, kann ich es jetzt noch machen quasi? Also das Ding ist halt, also ich bin sehr tolerant im Sinne von dem, also es braucht viel, dass es mich erschüttert. So, also es gäbe bestimmt Leute, die da so ein bisschen so danach so es krass gefunden hätten, dass der 20.000 Mal auf den Schwanz geschaut hätte und so. Und ich konnte das halt cool ab eigentlich so, aber die Frage ist halt so, also wenn ich jetzt auf jeden Fall danach so traumatisiert gewesen wäre, dann hätte ich es gemacht, aber so quasi, es hat mich danach nicht mehr interessiert. Ich dachte mir nach so, ah ja, okay, immer ein cooles Video, ein bisschen Zeitverschwendung, und ich dachte mir, solche Deppen. Und ich weiß halt nicht, ob das dann in sinnvoll wäre dann. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Anzeige erstatten würdet oder es nicht. Oder würdest du das machen, so quasi, auch wenn du weißt, dass du jetzt da nichts davon kriegst, oder so, sondern das Einzige, was passieren würde, ist, dass der vielleicht irgendwie Ärger bekommt, aber... Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich war in so einer Situation, da war ich jetzt zu wenig dabei, um das jetzt beurteilen zu können, wie der wirklich unterwegs war. Und ich weiß auch nicht, wie du unterwegs warst. Warst du provokativ zum Beispiel? Das kann ich ja nicht sagen. Genau, also ich weiß nicht, provokativ im Sinne von... Das sagst du jetzt. Aber ich weiß, dass du provokativ bist. Ja, genau, ich bin ein provokativer Typ. Also am Anfang war ich freundlich, aber ich war dann halt nicht mehr freundlich. Ich war halt so, ist es euer Ernst, ich war halt schon sehr angehend. Ich kann aus deiner Perspektive das total nachvollziehen. Wie gesagt, aber deswegen will ich mir jetzt kein Urteil in der Situation anmaßen. Ja. Bei mir selber käme es halt krass drauf an, wie wäre der. Also hat er eine Grenze überschritten oder nicht? Und zum Beispiel das mit dem auch dann danach und nochmal und Dings. Also ja. Die Frage ist halt, ja, was für einen Vorteil ziehe ich da draus? Also im Sinne von, was bringt mir das? Macht das was für den Nächsten besser? Und das glaube ich nicht. Ja. Bringt mir das was? Ja. Das stresst mich viel zu krass. Ich habe andere Themen, wo ich mich drum kümmern muss.
hätte ich wahrscheinlich nicht den Nerv dafür. Genau, und ich muss auch sagen, ich glaube, es ist auch gut für mein Karma. Ich glaube nicht wirklich an Karma als sowas Übernatürliches, aber irgendwie so, wie der Zufall es so will, ich glaube, dass ich dann, keine Ahnung, der Typ wird sich, wenn der zum Beispiel mein Video sieht, wird der sich denken so, oh shit, ja, vielleicht bin ich ja nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen sachte treten, vielleicht so. Ich glaube, es wäre eher der richtige Weg oder was eher richtig wäre oder wichtig, wie du es auch in deinem Video so ein bisschen angeboten hast. Also ich meine, der Polizist, der wird sich nicht bei dir melden, aber wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, mit einer höheren Behörde zu sprechen oder jemand, der da auch wirklich was zu sagen hat, dann das einfach mal schildern und fragen, gäbe es eine Möglichkeit, wie man das umgehen könnte, dass sich Leute dann zum Beispiel in so einem Moment, weil du hast ja auch gesagt, dass du dich unwohl gefühlt hast, sich da auch nicht so unwohl fühlen. Und ob das dann für jemanden, der dann in dem Moment auch nichts gemacht hat, ist das dann auch wirklich gerechtfertigt? Oder also wie kann man damit umgehen oder besser umgehen? Ja, es wäre interessant, ob man wirklich so von München den obersten Polizeitypen da vielleicht zu einem Interview bekommen würde. Das wäre eine gute Idee. Aber dann müsste man natürlich das sehr vorsichtig machen. Ja. Also im Sinne von vorsichtig, du hättest dann eine große Verantwortung und müsstest das dann gut rüberbringen, in einem guten Gespräch. No front, aber Simon lebt schon ein bisschen in seiner Bubble, wenn er denkt, dass der sein Video schauen will. Nee, aber ich denke jetzt nicht so im Sinne von so, oh, jeder schaut meine Videos, aber ich glaube, der YouTube-Algorithmus, der ist krass gerissen und der schaut auf Örtlichkeit und wenn dann jemand, wenn der ab und zu YouTube schaut und es steht Polizei im Titel, dann könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwie so die Connection sieht, dass da irgendwie die AI zufälligerweise zu ihm das vorschlagen wird. Und wenn er dann vor allem mein Gesicht so auf der Vorschaubild sieht, der klickt es safe, aber sagt so, holy shit, das war doch der Typ, den wir noch nicht kontrolliert haben. Guilty until proven innocent ist der Status quo, der sich ändern müsste. Ich stimme dir absolut zu, Mr. Avix, das müsste sich wirklich ändern. Okay, schauen wir mal weiter, wir haben schon 58 Sekunden geschafft. Richtig produktiv fertigt Pullis und noch mehr. Der Italiener Paolo Nicolai, wohin der Ball auch kommt, er ist schon da. Also okay, das ist interessant. Einen außergewöhnlichen Rettungsversuch gibt's auch in der Halle. Durch den französischen Nationaltrainer Laurent Tilly. Den Hechtberger auszupacken hier, der hat Bock, das muss man sich mal überlegen. Das war der Trainer, der gar nicht mitspielen darf. Was? Ich habe meinen Ellbogen und meine Schulter ruiniert, aber danke. Ich glaube, dass das einfach ein Reflex war. Weil der selber Handballer war und da quasi kommt der Ball zu verdienen. Dann ist das so in aber der Fleisch und Blut. Aber ist faul oder sowas? Ja, natürlich. Ich sage ja nicht gezählt. Ich meine, hat der Ball auch nicht rübergebracht. Ja, nee, das nicht. Aber das, ja, natürlich das ist es ein Faul. Nee, aber kriegt der irgendwer bestrafen sozusagen? Nee, ich meine, die haben ja den Punkt eh nicht gekriegt. Das geht nicht, gibt's nicht bei Olympia. After gold. Zweimal Gold im Hochsprung. Exakt dieselbe Höhe, exakt dieselbe Anzahl an Fehlversuchen der Italiener Gianmarco Tamberi und Mutas Essa Bashim aus Katar teilen sich einfach die Goldmedaille. Zu schön. Ich wusste gar nicht, dass man das darf. Darf man das immer so quasi? Ja, deswegen war das ja da vor der Schule. Nee, die haben ja dann dreimal versucht, irgendwie die nächste Höhe zu knacken, sowas, haben es beide nicht geschafft und sind halt beide bei der exakt gleichen Höhe hängen geblieben. Und dann hätte es eigentlich nochmal einen schlechten geben sollen, also hätte man machen können und die haben halt dann gesagt, nee, wir bleiben halt beide. Okay, aber ist es so quasi, gibt es dann so eine Regel, ab so und so viel Versuch können sich anscheinend beide zum Sieg also, erklären sonst, lassen? Ich meine, du hast ja das gesehen, das war der Schiedsrichter, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja, ja, geil. Also das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte. Ja, genau, eine schöne Geschichte, ja. Der Schlag der Spiele gelingt ihr, Golferin Maha Hadioui. Hole in one. Da muss man sich jetzt zurückhalten, keinen irgendeinen Einlochenspruch zu bringen. Naja, also muss ich mich nicht zurückhalten, weil ich da gedacht hätte, ich denke, wir haben verloren. Krass. Aus 161 Metern. Respekt. Und definitiv einer dieser kuriosen, kauzigen, komischen Momente Olympias. Ein ganz nettes Video auf jeden Fall.